Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Wir sind im Radioturm von Dukatia City, welcher von Team Rocket besetzt worden ist. Oh nein, wie konnte ich bloß in so einen Schlamassel geraten? Hilf mir, Mauzi, hilf mir! Mauz! Team Rocket, was? Willst du wissen, was denen fehlt? Musik natürlich. Musik bereichert die Herzen aller Menschen. Ein echter Musikliebhaber würde in unserem Radioturm nie solchen Schabernack treiben. Jawohl, ja! Jawohl, ja! Das erinnert mich irgendwie an Bidiza aus Pokémon Mystery Dungeon. Der Plan zur Befreiung des Radioturms war ein voller Erfolg. Dieser Lance muss echt cool sein. Wer bist du denn? Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand Lance in den Weg stellt. Ich meine natürlich Team Rocket. Ah, ja. Lance ist übrigens der, der da hinter der Scheibe steht. Den sie da so ein kleines bisschen stalkt. Aber nur so ein kleines bisschen. Also, wenn man jemanden wirklich mag, dann ist Stalken, glaube ich, nicht unbedingt die beste Methode. Das ist immer etwas beängstigend, wenn man dann so extremst aufdringlich ist. So, das ist es dann auch für Rettern gewesen. Also die haben hier eigentlich nicht so starke Pokémon. Und ich sehe gerade, Takoro wird sich auch demnächst entwickeln. Dauert gar nicht mehr lange. Myrapla, da möchte ich aber doch mal wechseln. Komm Michi, das machst du. Ich denke mal, den Radioturm können wir teilweise, also diesen Abschnitt des Radioturms können wir jetzt wohl abschließen. Es gibt, sag ich mal, noch verschiedene andere Bereiche, in die wir gleich noch müssen. Was ich auch ehrlich gesagt ganz gut fände. Macht das Ganze ein bisschen spannender. Ja, das kann Michi auch noch machen. Und ich weiß, dass einige Kämpfe hier drin optional sind. Dieser Kampf ja zum Beispiel auch. Ich hätte sie ja nicht ansprechen müssen. Aber ich nehme alle Kämpfe mit. Dann muss ich später weniger Offscreen trainieren. Und glaubt mir, Offscreen Training ist doof. Das macht überhaupt keinen Spaß. So. Vor allen Dingen kann ich nur bedingt mit der Speed-Taste trainieren. Also ich kann die Kämpfe selbst ein bisschen vorspulen, aber ich kann diese, also die Wege, sag ich mal, zum Pokémon Center und zurück, das kann ich nicht vorspulen, weil der Emulator aufhängt, wenn ich zu viel spule. Deswegen muss ich mich da doch ein bisschen zurückhalten und dann dauert das Ganze ein bisschen lange. Und das ist doof. Was nicht doof ist, ist die Tatsache, dass Takoro sich jetzt entwickelt. Das ist nämlich wunderbar. Glückwunsch, dein Takoro wurde zu Pupita. Finde ich super. Für mich zählen nur Team Rocket und Lance. Wer schert sich schon um Pokémon? Wie nett. Aber Pupita sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Das hat so extreme Konturen. Kann das sein? Also wenn ich jetzt mal... Das hat so extreme schwarze Konturen, finde ich. Wie sehen denn deine Werte aus? Die stehen hier. Ja. Relativ ausgeglichen eigentlich, abgesehen von der Initiative. Und Expidermis. Das finde ich schön. Okay. Dann geht's weiter. Da ist der nächste. Du hast vor, den Intendanten zu retten. Das kannst du dir abschminken. Denn ich werde dich besiegen. Das glaube ich kaum. Das wäre eine ziemliche Überraschung. So. Oh, ihr habt alle so langweilige Pokémon. Na gut, von hinten sieht Pupita eigentlich ganz okay aus, aber den Sprite, wenn es hinter uns herläuft, finde ich ehrlich gesagt nicht so hübsch. Aber es kommt ja auch nicht auf die Optik an, sondern auf die Fähigkeiten. Slimer, okay. Und sobald Takoro dann so Level 32 hat oder so, dann werde ich ihm auch den EP-Teiler wegnehmen. Aber erstmal muss ich ihn ein bisschen nachtrainieren. Oh, warum Komprimator? Ich hasse diese Attacke. Ich finde Attacken, die den Fluchtwert erhöhen bzw. die Genauigkeit runterhauen, ganz furchtbar. Die sind total unnötig.
Doppelteam, Sandwirbel, Komprimator. Ich finde das total bäh. Furchtbar. Das kann mal Lina machen. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen heute. Oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Also heute ist noch auf den letzten Part bezogen, weil ich das gerade hintereinander aufnehme. Auf Level 34 lernen wir, glaube ich, auch Ladungsstoß. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Auch wenn der Donnerschlag hier auch ziemlich alles aus dem Weg räumt. So. Und es ist so kalt momentan bei uns. Ich meine, kalt ist relativ, aber ich friere ja schon bei minus 2 Grad. Exzellent. Schön. Also ich fange, glaube ich, bei minus 2 Grad oder so schon an zu frieren. Aber es ist so kalt. Es ist also gar nicht so extrem kalt, aber ich friere fürchterlich. Was hast du denn da? Downloader, den Spezialangriff. Okay. Also, ich zieh mich wirklich dick an. Ich habe dann immer ein Shirt an oder ein T-Shirt und eine Strickjacke und oder Pullover und dann noch eine Winterjacke und einen Schal und eine Mütze und eine Leggings unter meiner Jeans und dicke Schuhe oder Stiefel oder so. Und trotzdem ist es kalt. Weil mein Gesicht kann ich ja schlecht einpacken. Ich meine, ich kann mir den Schal über die Nase ziehen, aber das ist jetzt auch nicht so effektiv. Hör auf, Genesung zu machen! Ich hasse dich! Mensch! So viele Attacken habe ich nicht mehr. Porygon ist auch ziemlich stark. Also Porygon 2 mit Evolith gespielt ist schon extremst mächtig. Und Porygon Z auch. Also Porygon Z mit, wie heißt jetzt die Fähigkeit? Nicht Download? Ich weiß nicht, wie die Fähigkeit heißt. Anpassung? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich blende es hier ein, wenn es mir einfällt, wie die Fähigkeit heißt. Ich meine jetzt irgendwie Anpassung, aber ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall extrem stark, denn dadurch werden Step-Attacken erhöht, also Normalattacken werden stärker. Und wenn man Porygon Z, was sowieso schon einen ziemlich heftigen Spezialangriff hat, dann noch Triplette gibt, plus eben diese Fähigkeit, es ist schon ziemlich heftig. Oh, ich mache jetzt Fuchtler. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Umwandlung 2. Gesteintyp. Danke, du mich auch. Super. Oh, ich hasse dich. Warum Genesung? Ja, Takoro ist verwirrt. Okay, das reicht. Buddy, du übernimmst jetzt. Du wirst dieses Porygon jetzt sofort beseitigen. Denn es strapaziert meine Nerven. Wobei, mehr als Jens in Teak City kann es meine Nerven gar nicht strapazieren. Eistrahl! Aus Prinzip. Frier bitte einfach ein. Was bist du jetzt? Wasser. Wäre wahrscheinlich Surfer gerade schlauer gewesen, aber ich wollte mal den Eisstrahl machen. So, tschüss. Blödes Porygon. Meine Güte. Hält dir den ganzen Betrieb auf. Ja, der Haken ist dein Porygon. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Sind wir jetzt schon oben? Jo, tatsächlich. Büro des Intendanten. Und da steht Athena. Also, gut, los geht's. Hier spricht euer Intendant. Es hat sich ergeben, dass unser Sender ab heute mit einem herrlichen neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung gehen wird. Ich erwarte von euch allen, dass ihr ohne Murren ein tolles Programm abliefert. Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade geübt habe, die Stimme des Intendanten zu imitieren. Wer bist du? Ach, du schon wieder, Svenja. Verflixt und zugenäht. Und das, wo ich doch sogar schon Intendant war. Ich wollte der Welt doch eigentlich die frohe Kunde von Team Rocket mitteilen. Aber na gut, diesmal werde ich mit allem kämpfen, was ich habe. Tu du das. Lass dich nicht aufhalten. Wir kämpfen erneut gegen Vorstand Lambda. Oh, mit Smogon. Das könnte schwierig werden. Vor allem, weil ich keine Attacken mehr habe. Wir versuchen es jetzt trotzdem mal einfach.
machen so viel Schaden wie möglich mit unseren restlichen Attacken. Ja, das war doch schon mal ganz ordentlich. Ich habe nur leider keine Finsteraura mehr. Deswegen muss ich jetzt mal auf Fuchtler umsteigen und hoffen, dass das trifft. Schlammbart, okay. Das macht jetzt nicht so den heftigen Schaden. Jawohl, okay. Haben wir wenigstens noch Smogon besiegt mit Takoro. Und dann kann jetzt mal Michi übernehmen. Ich liebe Psyana, aber ich mag Glaciola noch lieber. Aber Glaciola kann ich mir hier schlecht machen. Aber irgendwann in irgendeinem LP werde ich mir ein Glaciola machen. Wahrscheinlich dann ein Platin oder so, denke ich mal. Dauert dann zwar eine Weile, weil man Glaciola ja erst kurz vor der 7. Arena bekommen kann, aber ich liebe Glaciola einfach. Muss einfach sein. Ich weiß selbst noch nicht, welches Pokémon-Spiel ich jetzt hier nach Hard Gold LPen werde, weil das Projekt ja auch noch eine ganze Weile laufen wird. Muss ich mal schauen. Also ich habe mich da selbst noch nicht entschieden, ob es jetzt Schwarz 2 werden wird, Platin oder Blattgrün, also ich denke mal eins von den dreien. Weil Smaragd und Schwarz habe ich ja schon. Also habe ich Höhen und Einer schon abgedeckt. Hier wird jetzt Johto. Fehlen also noch Kanto und Sinnoh. Plus eben noch ein zweites Mal Einal mit Schwarz und Weiß 2. Aber ich muss mal schauen, was dann hier nachkommen wird. Problem ist einfach, ich kann mich nicht nach euch richten, weil jeder von euch andere Wünsche hat. Ich habe schon oft gelesen, dass ihr gerne Platin sehen möchtet. Ich habe von einigen gelesen, die möchten gerne Blattgrün oder Feuerrot sehen. Und ich habe auch schon viele Anfragen wegen Schwarz und Weiß 2 bekommen. Also danach kann ich mich nicht richten. Jeder möchte eine andere Edition sehen. Level up. Und noch ein Smogon. Bist du langweilig? Meine Güte. Aber wenigstens gibt es hier ordentlich E-Punkte. Das finde ich super. Das sind eigentlich alles nur Zielscheiben für Michi. Naja, ist ja nicht mein Problem. Hast du jetzt noch? Wow, ein Smogon. Wer hat nur damit gerechnet? Also ich nicht. Ich dachte, jetzt kommt ein Scherox. Wie jetzt? Ich stehe im Rückstand? Oh ja, und zwar gewaltig. Ich überlege gerade, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, wir müssen den Radioturm erst einmal verlassen. Ja, ich meine, wir müssen erst einmal raus aus dem Radioturm. Ist ja gut, in Ordnung. Ich sage dir, wo der Intendant ist. Okay. Okay, höre mir jetzt gut zu. Der echte Intendant sitzt im Untergrund Lagerhaus fest. Weißt du, wo das ist? Du findest es im hintersten Winkel der Dukatia-Passage in Dukatia City. Und weil ich so ein netter Kerl bin, kriegst du jetzt den Schlüssel zum Untergrund-Lagerhaus von mir. Ich hoffe, du bist mir dankbar. Klar. Wir erhalten den Kelleröffner. Der Intendant sitzt im Untergrund-Lagerhaus fest. Ja, im hintersten Winkel der Dukatia-Passage in Dukatia City, da wäre ich nicht drauf gekommen bei dem Namen. Ja, ich schaff das. Okay. Also es gibt hier wirklich verschiedene Abschnitte. Zum einen eben den Radioturm, dann den Teil des Radioturms hier, wo wir noch nicht hinkommen, und das Untergrundlagerhaus. Finde ich eigentlich auch ganz gut gemacht, dass wir hier nochmal komplett raus müssen, um den Intendanten zu finden. So, ich werde mich aber erst einmal heilen gehen, weil wir doch die sind nicht angeschlagen, aber wir haben nicht mehr wirklich viele AP. Und dementsprechend sollte ich vielleicht mal ein Pokémon Center aufsuchen, eventuell. Hallöchen. So, man merkt aber, glaube ich, ganz deutlich, in Dukatia City selbst ist die Musik ein bisschen langsamer, einfach weil das eine riesige Stadt ist. Ihr müsst bedenken, das Spiel ist ja hier auf dem PC und das ist halt ziemlich groß alles und dementsprechend ist es hier ein bisschen langsamer und in Gebäuden ist dann wieder normales Tempo, aber ich denke mal, es ist nicht ganz so schlimm. Und ab in den Untergrund. Hier waren wir ja schon mal und da war ja eine kleine Ecke, wo wir noch nicht hin konnten, aber jetzt werden wir da reingehen.
Diese schwarz bekleideten Damen und Herren vom Team Rocket scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. Es hat mich neugierig gemacht. Sagt bloß, ihr wollt sie euch vorknöpfen. Ihr seid wirklich äußerst mutig. Wenn ihr so weitermacht, wird das legendäre Poké... Ohoho, das habt ihr jetzt aber nicht gehört. Wir sehen uns wieder. Nein, habe ich ganz gekonnt überhört. So, bis hierher und nicht weiter. Das glaubst aber auch nur du. Und die Tür ist entriegelt. So, ich werde einmal das Spiel speichern an dieser Stelle. So, weil wir ja auch schon wieder einiges geschafft haben. Ich mag die Musik hier, die ist so schön fröhlich. Okay, auf in den Kampf. So, weit kommen wir allerdings nicht. Stehen geblieben. Das vorhin diente dazu, dich zu verunsichern. Ich dachte, wenn ich dir dann folge, würde ich diesem Siegfried über den Weg laufen, aber er lässt sich einfach nicht blicken. Hm, na was soll's. Ist ja egal, mit wem ich anfange, dann räume ich dich eben zuerst aus dem Weg. Natürlich. Ich bin mir gar nicht sicher, welches Pokémon er vorne hat. Golbat? Oder so? Ja, okay. Da ist Takoro natürlich nicht die beste Wahl, aber naja. Was machen wir denn jetzt mal? Einfach mal Finster-Aura, ist ja egal. Aber ich möchte Takoro ja natürlich noch ein bisschen trainieren. Deswegen habe ich ihn einfach vorne gelassen. Wow, macht das viel Schaden. Okay, wir wechseln einfach mal, glaube ich. Was? So? Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Ihr seht jetzt warum. Warum? Mit Michi kann ich noch weniger anfangen. Mensch, kannst du dich mal entscheiden? Ich meine, klar, es ist schon irgendwie... Ja, also es ist spannender, wenn der Rivale oder überhaupt der Gegner seine Pokémon auch mal auswechselt. Macht die ganze Sache spannender. Aber es ist nervig. Benny, durchhalten. Wow. Okay, das war heftig. Reicht das? Wobei, mit Großbrand reicht das auf jeden Fall. Okay. Impergator. Ja. Tyrakrok entwickelt sich auf Level... Ja. 34 oder so? Welches Level hast du denn jetzt? 32, okay, dann auf... Oder auf 30 sogar schon? Ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht auswendig. Also... Igelava entwickelt sich auf Level 36. Beziehungsweise auf Level 18. Nee, Level 16 und 36, genau. 16, 36. Lorblatt entwickelt sich, oder Indivi entwickelt sich einmal auf Level 18. Und auf Level 32, oder? Oh, ich weiß es gar nicht. Die entwickeln sich alle unterschiedlich. Kann es sein, dass du dich dann auf 18 und oder 16 und 30... Oh, ich weiß das nicht. Die entwickeln sich irgendwann, okay? Ist ja egal. Meine Güte. Ich weiß es nicht auswendig. So, reicht, wenn ich das von meinen Pokémon weiß. Schluss aus Ende. Ich verwirre mich hier nur selber. Schrecklich. Alpollo. Ist eigentlich vollkommen egal, das kann fast jeder machen. Aber wir lassen mal Buddy den Vortritt. Was ist denn sein letztes Pokémon dann? Magneton? Oder sowas? Weiß ich nicht. Mach du ruhig Horrorblick. Habe ich kein Problem mit. Ich hatte sowieso nicht vor, das Pokémon zu wechseln. Surfer. Ich weiß jetzt gar nicht, was dein letztes Pokémon ist, aber ich werde es ja gleich feststellen. Du lebst noch. Was ist denn hier los? Und du machst Spukball, okay. Sollte allerdings nicht viel Schaden bei uns anrichten. Nein, gut. So. Tschüssikowski. Magnetillo. Okay. Ja,
Benny ist gerade so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, aber ich denke, Amde kann das mal machen. Den haben wir jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr im Einsatz gesehen. Wird mal wieder Zeit. Hey, Moment. Musst du gleich so aufbrausend werden? Ja, muss ich. Na, wie viel Schaden macht das? Doch einiges. Oh nein! Nicht Donnerwelle. Was soll denn das? Das ist die denkbar nervigste Attacke, die du hättest machen können. Oh, ich habe mich geirrt. Das ist die denkbar nervigste Attacke, die du machen kannst. Sorry, mein Fehler. Aber alles wunderbar geklappt. Okay. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur verlieren? Ich hatte doch alle starken Pokémon und ich habe mich nicht zurückgehalten. Wie kann das also sein? Du bist einfach schlecht. Ich verstehe das nicht. Es ist genau wie dieser Siegfried sagte. Ich behandle die Pokémon nicht richtig. Liebe, Vertrauen. Das ist es wohl, was mir zum Sieg fehlt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber das ist noch nicht das Ende. Mein Traum, der beste aller Trainer zu werden, verdirbt mir das nicht. Wenn du meinst. Okay. Du bist energiegeladen, das ist super. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Heart Gold. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.